So ein bisschen als Belohnung für die Mannschaft, dass man irgendwo einen kurzen Urlaub macht, mit in Verbindung mit einem etwas exotischen 24-Stunden-Rennen. Aber wenn wir natürlich dann auf der Rennstrecke sind, wenn wir da am Arbeiten sind, dann gilt die ganze Konzentration dem Rennen. Du warst schon da, ne? Ich war schon zweimal da. Und es ist einfach faszinierend, auch das Drumherum zu sehen, wie schnell die Stadt wächst und wie sehr sie sich von dem einen aufs andere Jahr verändert. Ich war noch nicht da, ich kenne das von Hongkong, aber als das Rennen zum ersten Mal in Angriff genommen wurde, hatte ich mir das Layout von der Strecke angeguckt, habe mir die Länge angeguckt, aber 24 Stunden rein. Wenn da alle Autos, die wollen, draufkommen, dann steht der Letzte beim Ersten oder steht der Letzte irgendwie rundherum die Strecke und die Strecke ist voll. Wie geht das? Wie funktioniert's? Eigentlich sehr gut. Es dürfen ja bis zu 80 Fahrzeuge auf die Strecke. Ist natürlich sehr viel Verkehr, ist ganz klar, aber lebt auch hier von dem großen Starterfeld in den unterschiedlichen Klassen. Das heißt, wir haben sehr große unterschiedliche Geschwindigkeiten, ähnlich wie auf dem Nürburgring. Und dadurch verteilt es sich eigentlich sehr gut. Es ist eine sehr schöne Strecke. Sie macht sehr viel Spaß. Und im Januar Dubai, Temperaturen, lohnt sich hinzufahren. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja. So, was wir jetzt hier im Bild sehen, ist das Projekt für kommendes Wochenende, für den 13., die Köln-Ahrweiler. Sag mal gerade etwas zu dem Fahrzeug. Ja, das ist ein ehemaliges V4-Auto aus dem Langstreckenpokal. Das sind Langstreckenmeisterschaft. Entschuldigung, Langstreckenmeisterschaft, ja. Hat bei mir auch lange gedauert. Genau, das ist, wenn man so lange dabei ist, das hat sich irgendwie ins Gehirn eingebrannt. Das Auto haben wir etwas umgebaut, weil es bei der Köln-Ahrweiler nach Gruppe A-Reglement startet und wird jetzt heute fertiggestellt und dann an den Kunden wieder übergeben, sodass er am Wochenende dort fahren kann. Fahrer sind U. Hane und P. Buhr. Wer ist das? Der Ulrich Hane. Das ist ein Arzt aus Bergheim. Und der Patrick Buhr ist ein Beifahrer, schon sehr lange im Rennsport aktiv, unter anderem halt eben auch im RCN öfters zu sehen. Und dann sehen wir hinten im Hintergrund, da gehen wir gleich mal ein bisschen näher dran, dann sehen wir das Fahrzeug, was für da hinten der Grüne, das ist das Fahrzeug für Dubai. Wie sieht da die Fahrerpaarung aus? Die Fahrerpaarung ist gemischt aus Fahrern, die bei uns im Team ständig aktiv sind und Leuten, die jetzt nur für dieses Rennen zum Fahren kommen. Ich denke, wir haben eine sehr gute, homogene Fahrerpaarung für das Rennen, sodass es eigentlich eine sehr schöne Veranstaltung für uns sein sollte. Du hast ja nicht nur die zwei Fahrzeuge, die ich mir gerade vorstelle. Ich zähle hier gerade mal eine Rohkarosse mit Käfig drin, dann eins, das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, die ich sehe, das sind Rennfahrzeuge, ne? Ja, wir machen natürlich nicht nur unsere eigenen Rennfahrzeuge, sondern wir betreiben das natürlich auch für die Kunden. Wir bauen Fahrzeuge, wir arbeiten Fahrzeuge um und deshalb, ja, im Prinzip sind die Fahrzeuge ja nur außer Haus, wenn es zum Rennen geht. Danach stehen sie ja hier wieder und werden hier betreut. Ihr seid heute mit zwei Leuten hier in der Werkstatt. Ja. Der eine arbeitet am Auto. Wie viel seid ihr beim Rennen? Bei der Rennveranstaltung brauchen wir so zwischen 10 und 15 Mann. Das ist eigentlich das Muss, was man braucht, um in einer angemessenen Zeit Boxenstopps durchzuführen, Reifen zu wechseln, zu tanken etc. Und wie wir alle wissen, früher war das so, der eine fuhr mit und der andere fuhr dann nächstes Mal mit. Das war ein Freundschaftssitz. Das geht heute nicht mehr, ne? Nein, das ist ein ganz klares Geschäft und da hat jeder seinen Job zu erledigen, zu machen. Jede Position muss besetzt sein. Wenn das nicht funktioniert, kann man heutzutage keine Rennen gewinnen. Das braucht man gar nicht mit anzufangen. Ist klar. So, da schauen wir mal gerade, wie... Moment, noch ein bisschen Backler drin. Moment, das muss ich jetzt mal gerade, das schneiden wir ja sowieso alles raus. So, das ist ein Fahrzeug, wo bist du? Also, das ist ein Fahrzeug mit als Rohkarosse, mit einem Käfig drin. Ist das ein ausgeschlachtetes Fahrzeug oder wird der aufgebaut? Der wird aufgebaut. Das sind
Projekte, die wir halt eben fortführen außerhalb der Rennen, der direkten Rennsaison, wenn etwas Zeit ist, werden die Autos in Angriff genommen. Das ist ein Fahrzeug, was nächstes Jahr irgendwann auf der Rennstrecke beziehungsweise bei Clubsportveranstaltungen zu sehen sein wird. Zugelassen. Ja, einige unserer Fahrzeuge haben, trotz dass sie als Rennfahrzeug umgebaut sind, Straßenzulassung, einfach um den Weg zum, hauptsächlich zum Nürburgring zu vereinfachen und dass man halt eben auch während der Touristenfahrten. Da ist mir der Blick ins Büro, jetzt gehen wir mal gerade hier hin, damit wir die Leiter aus dem Weg haben. Hier hältst du dich, glaube ich, am wenigsten auf, ne? Möchte ich zumindest. Leider geht das nicht immer, weil es doch sehr viel Büroarbeit und Papierkram zu erledigen gilt. Aber mein Hauptaugenmerk ist natürlich in der Werkstatt. Ja, Jürgen, da war mal ein kurzer Rundgang und Interview mit dir hier in Andernach. Wie gesagt, wir stehen jetzt hier im Büro. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück, für, dass das Fahrzeug hält, dass die Fahrer das Ding heil nach Hause bringen, mit einer guten Platzierung. Für Dubai musst du auch kräftig arbeiten. 14 Tage muss, oder 3 Wochen muss das Auto aufs Schiff. Und für die Saison 2011, da sehen wir uns häufiger. Ja, hoffe ich doch. Dankeschön. Ich danke dir.